Mustafa Pokémon spendet x30 Bits. Hi, wie geht es euch? Und damit einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen, Mustafa. Mustafa, ich habe den Stream doch gerade erst angemacht. Es ist noch gar keiner hier. Schön, dass du schon hier bist. Und danke für die 30 Bits so schnell, so früh, obwohl noch gar nichts los war. Danke dir, Mustafa. Kuss geht raus. Danke dir für die Bits. Und Zeichner, wunderschönen guten Abend. Der schon wieder. So sieht's aus. Und bei dabei, Fetzer, herzlich willkommen. Bitsabzeichen. Wo sieht man die jetzt eigentlich, Fetzer? Wo sieht man denn jetzt die Bitsabzeichen? Wo sieht man denn die Bitsabzeichen? Kein Mensch auf meinem Stream hat Bitsabzeichen. Also wenn ihr eine gewisse Anzahl an Bits spendet, dann kriegt man Bitsabzeichen. Die könnt ihr euch neben den Namen einblenden, aber irgendwie hat das keiner. Es hat einfach keiner. Es hat keiner. Es hat keiner. Fetzer. Ich brauche keine Bitsabzeichen. Scheiße, jetzt ist mein Chat weg. So, jetzt ist er wieder da. Da sind Bitsabzeichen. Mensch! Jetzt sehe ich... Wieso sehe ich bei dir jetzt ein Bitsabzeichen? Was hattest du vorher drin? Ach, du hattest vorher Bitsleader. Bitsleader kann ich nicht selber bestimmen, wie das aussieht, ne? Bitsleader kann ich nicht selber bestimmen. Irgendwie das mit den Brownies ist auch hässlich. Das muss alles neu gemacht werden, Chat. Weil ich es ausgewählt habe. Das muss alles neu gemacht werden. I have a feeling is a wonderful day. Alles klar. Dann, Gratulation, Zeichner. Wir müssen übrigens noch 10 Level in Overwatch machen, Zeichner. Ich hoffe, du hilfst mir dabei. Ich habe nur noch bis Dienstag Zeit. Nächste Woche Dienstag. Dann bin ich eine Woche weg. Und dann bin ich einen Tag da und dann bin ich wieder eine Woche weg. Und dann ist alles vorbei. Herzlich willkommen, Minky. Das wird alles mega stressig, Chat. Ich sag's euch, wie es ist. Und Minky, ich werde den Boss nicht schaffen. Ich werde den Boss in Arkos nicht schaffen. Der Boss ist hammerschwer. Ich glaube, habt ihr den Boss geschafft, Minky? Ich brauche deine Unterstützung. Wenn du den Boss geschafft hast, Minky, ich brauche deine Unterstützung. Du musst mir dann helfen gleich. Ich hoffe, du bist gleich da, Minky, wenn wir soweit sind. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen spielen, aber sobald der Boss kommt, brauche ich deine Unterstützung. Nur noch 9 Tage, dann kommt das neue Pokémon, richtig, Mustafa? Und ab Freitag gibt es erstmal das Splatfest, habe ich auch richtig Bock. Das Splatfest, ich warte auf dich, das Splatfest werden wir spielen, Zeichner. Wir müssen, ich habe Wochenende keine Zeit für Overwatch, ich muss Splatfest spielen, Zeichner. Splatfest geht vor. Wunderschönen guten Abend, Nivi. Was ist alles vorbei? Schluss, Ende, aus. Richtig. Ich kann helfen später. Sehr gut. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen, Nivi und Minky. Vor Arceus kommt erst noch der Horror. Ja, ich meine den Horror. Ich meine nicht Arceus. Ich meine den Horror. Ich meine genau diesen Horror, Minky. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den schaffen. Und ich werde euch allen danach nochmal fragen, oder davor besser gesagt, ob ihr das geschafft habt. Weil ich glaube, da sind viele tatsächlich dran gescheitert. Ob ihr es zugibt oder nicht, ihr seid alle dran gescheitert. Niemand hat es von euch geschafft, seid ehrlich. Bin aber erstmal im Lurk für eine Weile, komme dann später wieder. Alles klar, Nivi. Herzlich willkommen, Fuego. Fuego, also Plan ist Pokémon durchspielen, dann Overwatch Battle Pass durchspielen, dann Dead by Daylight Battle Pass durchspielen, den Fortnite Battle Pass bis zum 4. Dezember durchspielen, dann den neuen Fortnite Battle Pass durchspielen und das neue Splatfest durchspielen. Splat. Splatoon Battle Pass haben wir schon fertig, aber ab 4. Dezember kommt ein neuer Splatoon Battle Pass. Mann! Knappes Programm. Nur am Battle Passen. Achso, ja, und zwischendrin noch das neue Pokémon spielen. Nur für dich nehme ich Feuer. Vielleicht nehme ich ja gar nicht Feuerzeichner. Wir müssen nochmal gucken, aber ich denke, Feuer nehmen wir. Arceus habe ich nicht bezwungen. Nein, ich rede nicht von Arceus, Nivi. Ich rede von dem anderen Boss. Ich rede von den anderen Boss. Den werden wir gleich alle... wenn es soweit ist, zeige ich ihn euch. Der soll wohl auch richtig stark sein.
Das soll richtig heftig werden. Also, Fortnite mache ich, aber die anderen musst du machen. Ja, okay. Overwatch sind nur noch 10 Level, Fuego, das schaffe ich irgendwie. Und DBD sind es 40 Level, da muss ich gucken. Ich weiß die ganze Zeit nicht, welchen Boss ihr alle meint. Wir gucken einfach. Wir gehen rein und gucken jetzt. Komm. Wir gucken und dann werden wir es gemeinsam herausfinden. Ich muss jetzt erstmal in den Keller meine Wäsche aus dem Trockner holen. Ich kann mich gar nicht erinnern an den einen Horrorboss. Wahrscheinlich hast du den noch gar nicht gemacht. Sonst würdest du dich safe dran erinnern. So. Berichte Professor Layden vom Erz, aber ich will noch nicht von seinem Erz berichten. Ich will fangen. Ich habe den Boss ziemlich simpel besiegt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Hör auf. Sag jetzt nicht, der ist einfach. Huch. Mann. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Guck mal, mein Pokémon hier, Gengar. Ich hab das Problem, Nivi. Mein Gengar, dadurch, dass wir ihn mit dem Elite ausgetauscht haben, ist der jetzt viel zu schwach. Ich kann dir, wenn zu Hause bin, ein Shiny geben. Der ist bei dem Teufel ganz gut. Brauche ich aber wieder zurück. Okay, wir werden es erstmal ohne versuchen und danach, let's go. Mit deinem Teufel. Wir gucken erstmal, wir testen erstmal ohne, okay? Ist das Elite-Gengar? Alter, ist das Elite-Gengar groß. Ist das Elite-Gengar auch in deinem Team, Nivi? Schau dir an, wie riesig der ist. Ist der auch in deinem Team? Und herzlich willkommen, Dämon und MC Krümel. Ich habe ein Shiny Ponyta. Ich habe geschafft mit sehr viel Mühe. Ich bin gespannt, Chat. Ich bin gespannt. Oh, und das hier ist ziemlich hübsch. Ist das ein Pokémon? Wenn ja, was ist das? Was soll das sein? Das ist kein Pokémon. Den Teufel habe ich aber besiegt, Brownie. Das kann ich garantieren. Wie, first try? Was? Du hast dich gut vorbereitet. Aber du wusstest, welche Pokémon kommen, oder wie hast du dich vorbereitet? Also ich meine, wenn man es blind macht, kann man, glaube ich, nicht im First Try das einfach so eben rocken. Bis später. Nein, falschen Ball! Das war der falsche Ball. Willst du mein Shiny Ponyta? Kannst du geschenkt haben. Ich habe gehört, man kriegt irgendwie auch so ein Shiny Ponyta. Habe ich das richtig gehört? Nein, wusste ich nicht. Ich bin gespannt. Gucken wir einfach. Oh, Grüße an Yahami, Krümel. Vielen lieben Dank. Grüße zurück. Vielleicht schaffen wir es heute, Krümel. Ich habe gestern gar nicht mehr DBD gespielt. Und das tut mir leid. Ich bin ein Schuft. Ich habe regelmäßig gute Pokémon gehabt, nicht nur 6 feste. Aber wenn du regelmäßig gute hast, wie levelst du? Wie levelst du, wenn du die Pokémon ständig wechselst? Guck mal, mein Gengar, der war vorhin, der war Level 60. Ich habe ihn jetzt ausgetauscht mit einem Elite-Gengar und jetzt ist er einfach Level 40. Verstehst du? Das ist heftig. Und ich habe ja auch noch nicht so viel Spielzeit. Aber ich arbeite dran. Ich hab ja noch nicht so viel Spielzeit, aber ich arbeite dran. Durch Farm oder Kämpfen. Ich bin ja bei. Ich bin doch schon dabei. Ich gebe mir doch Mühe. Guck mal, zack. Damit wir nicht warten müssen, bis er zurückkommt, werfe ich schon den nächsten. Und zwar einen ganz anderen. Gengar am Start. Es ist voll krass, dass die Elite-Monster so groß sind. Fetzer, schau mal hin, wie groß mein Gengar ist. Mein Team besteht fast nur aus Elite. Warum auch nicht? Direkt starke Elite fangen. Mach ich ja. Ich fange doch direkt starke Elite. Hör auf. Nicht so schlimm, wenn du ohne mich gespielt. Nee, nee, ich habe extra. Ich habe natürlich extra deswegen nicht gespielt. Nee, wir waren tatsächlich einfach in der Pokémon-Sucht. Hallo Luni, dann first try. Schau, dass du was dabei hast. Was. Gegen Geist, Fee, Eis und Drache? Ich habe von allem nichts dabei. Ich habe von allem nichts dabei, Fetzer. Von nichts davon. Nichts davon. Aber ich setze jetzt mit Absicht die schwachen Monster ein. Ich
Ich setze jetzt mit Absicht die Schwachen ein, um die Guten zu leveln. Geist hast du. Ja, Gengar ist ein Geist. Der gerade, der war One-Hit und ist sauschwach. Er ist One-Hit und sauschwach. Der ist Level 40. Ich weiß nicht, was für Level der Boss hat. Aber wir sind auf jeden Fall sehr low-level. Ich glaube, ich muss für den Boss schon irgendwie Level 60 sein. Oder 80, oder? Welche Level-Range hat der Boss? Welche Level-Range hat der Boss? Gegen 21 jetzt zu Hause. 70 wäre gut. Okay, 70 ist heftig. 70 ist eine Ansage. 70 schaffe ich nicht. Ich kann nur Pokémon bis Level 65 kontrollieren. Da muss ich meinen Pokédex upgraden. Ich kann nur bis Level 65 Monster kontrollieren. Ich kann nur bis 65 kontrollieren. Weil ich nicht Effektives hatte, hattest du, mein Boss, wirklich solche Probleme? Warst du nicht im Stream? Nivi! Mann! Ich dachte, du hast damals die Streams alle verfolgt von Fetzer. Also ich habe nebenbei geguckt und ich habe den Kampf gesehen, wo er Probleme hatte. Ich weiß das noch wie Faust aufs Auge. Das waren, glaube ich... Also ich weiß wirklich nicht, wie er das ganze Game in 15 Stunden durchgespielt hat, aber der Boss, der waren von den 50 Stunden ungefähr 5 Stunden. 5 Stunden hing er, glaube ich, am Boss. Von den 15 Stunden. Und 10 für den Rest des ganzen Games. 10 Stunden das ganze Game und 5 der Boss. Nein, ich habe doch selbst gespielt. Ja, aber ich dachte, mir war so, als wenn du drin warst. Wer war denn da damals drin? Luni war drin. Ist das ein Shiny? Warum ist denn der schwarz? Das ist doch ein Shiny, oder? Chat, ist das ein Shiny? Wir müssen Autospeichern ausmachen. Das ist ein Shiny, oder? Jetzt mal ohne Scheiß. Warum hat der eine andere Farbe? Ich war nicht jede Sekunde drin. Mann. Autospeichern. Oh, das ist schon deaktiviert. Ich glaube, das ist ein Shiny. Hä, warum ist der... Oder ist es ein normaler? Wisst ihr das? Der normale ist doch lila. Oder ist das die Weiterentwicklung? Nutzt Rauchbälle. Nein? Was nein? Ist kein Shiny. Ach, ist einfach nur die Weiterentwicklung. Mann. Ich habe keine Rauchbomben. Sonst kommt ein Zeichen. Wo kommt das Zeichen? Ich meine nicht das hier. Ich meine das Elite da hinten. Ich meine das Elite. Das Elite meine ich. Das da. Du hast nie die geilen Sachen. Ja, ich habe noch nie ein Shiny gesehen in dem Game. Deswegen weiß ich es nicht. Wie findet ihr die Bitsabzeichen? Voll scheiße, oder? Nee. Ne, Fuego. Wie findest du diesen Bitterzeichen neben deinem Namen? Voll scheiße, oder? Ich meine an Items. Ja, ich weiß. Das mit der Rauchbombe schaue ich mir in Ruhe an. In Ruhe. Mag das Zeichen? Voll scheiße. Gut, voll scheiße. Bitterzeichen, scheiße, Chat. Alles scheiße. Guten Abend. Oh, Wartli, deine Bitterzeichen sind genau die Farbe von deinem Namen. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? So, ich spiele jetzt ins Stehen weiter. Die letzten 8 Stunden saß ich nämlich. Nein, sogar die letzten 10 Stunden. So. Let's Fetz. Türkis, ja, oder? Voll gut. Erstmal im Stehen. Fuego. In 13 Tagen spielen wir Just Dance. In 13 Tagen spielen wir Just Dance. Es wäre Silber. Oh. Sieht gut aus. Oder? Oder sieht doof aus?
Mann, ich muss die austauschen. Die Bits-Abzeichen sind doch kacke, oder? Sind hässlich. Herzlich willkommen, Gary. Wie kann man die Farbe ändern? Mehr Bits spenden. Du kannst... du hast jetzt hier... Das sind die Gesamtbits, die du hier jemals gespendet hast. Und je mehr du hast, desto mehr Abzeichen hast du. Es gibt für ein Bit ein Abzeichen, für 100, für 500, für 1000 und so weiter und so fort. Du musst mal gucken, welche Abzeichen du schon hast. Und je nachdem kannst du die alle schon benutzen. Aber sei gewarnt, ich werde sie eines Tages ändern. Ich werde eines Tages hübschere reinmachen. Okay, du hast Lila. Hübsch. Lila ist einfach besser als 1000. Mann! Ich werde aber bald andere Bits-Abzeichen reinmachen, oder? Ich dachte mir jetzt so, oh ja, das sind ja Rubine aus Zelda, voll geil. Aber ich werde sie austauschen gegen irgendwas Cooleres. Irgendwas Cooleres. Bis später, Nivi. Der ist Level 77. Könnte uns dieses Monster helfen für den Endkampf? Oh. Warte mal. Jetzt irgendwas reinkloppen, was nicht so effektiv ist. Oder ich versuche zu fangen. So. Chat, ich hab's gleich. Ich mach den Fangtrick. Und rein da. Sieht echt wie Zelda-Rubine aus. Besser als diese nur Standard-Dinge. Mann! Trick hat nicht gereicht. Trick war scheiße, Chat. Trick war nicht gut. Hab noch 5,05 Euro. Ey, dann lieber subben, ganz ehrlich. Lieber Subgift oder so. Aber hebt ihr das noch auf? Für Winter, Weihnachten oder so. Nikolaus ein Gift da lassen. Ist doch auch schön. Am 22. Fuego. Vielleicht kriegen wir es hin. Am 22. kommt Just Dance raus. Vielleicht kriegen wir es hin, einen Just Dance Stream zu machen. Und vielleicht kriegen wir es hin, diesen Just Dance Stream mit einer ganz besonderen Person zusammen zu streamen. Im Duo. Vor der Kamera. Nivi, eins noch. Ich bin am Montag endlich in der Klinik. Montag geht schon los. Und werde dann wohl erstmal wieder Ende des Jahres. Aber Moment. Du bist bis Ende des Jahres in dieser Klinik. Aber die Switch. Nimm bitte die Switch mit und alle Switch-Spiele, die du besitzt, Nivi. Nimm alle Switch-Spiele mit, die du besitzt. So, Leute. Und das ist der Moment, wo Nivi feststellt, oh, die Switch ist ja doch die beste Konsole. Ich bin jetzt bis Ende des Jahres weg, aber ich kann alle Switch-Spiele spielen. Huh? PC geht nicht, PlayStation geht nicht, Xbox geht nicht, aber Switch? Ich werde da zocken. Kann aber eben nicht mehr mit... Doch, du kannst da mitspielen. Es gibt dort WLAN, kannst mitspielen. Switch war schon immer mein Favorit, ja. Alle PAH-Waffen. Ey, Pixel Action Hero ist immer noch meine Challenge, in der Weltrangliste Platz 1 zu kommen. Ich werde in Pixel Action Heroes eines Tages in der Weltrangliste Platz 1 werden. Mit wem wird Just Dance gespielt? Mit meiner Freundin. Die nicht vor die Kamera möchte. Die nichts mit Twitch zu tun haben möchte. Wir werden sie zwingen. Wir zwingen sie, oder Chat? Meint ihr, wir können sie irgendwie dazu bringen, dass wir zusammen Just Dance spielen vor der Kamera? Meint ihr, wir können das irgendwie hinkriegen? Wie kann man eine Person, die absolut keine Lust dazu hat, wie kann man eine Person dazu bringen, Chat? Du Scheiße. Ich muss abhauen. Ich habe eine andere Idee. Ich will das Monster jetzt fangen. Sie bleibt geheim. Nein. Mann.
Also werden wir das, können wir das vergessen, Fuego. Können wir das vergessen. Ja, wäre schon geil, am Release-Tag zusammen Just Dance. Sie zeigt euch, wie man tanzt, und ich bin hier der Knüppel. Der Knüppelknappel. Ich kann mich absolut nicht tanzen. Ich sehe aus wie so ein Unfall. Welches Handy hast du, Nivi? Er hat ein gutes Handy, so wie ich. Mobiler Router brauchst du nicht, Nivi. Du kannst mit deinem Handy Hotspot anmachen. Funktioniert mit der Switch. Einfach auf dem Handy Hotspot und rein da. Per Handy mobiler Hotspot funktioniert es 1A. Einzige Problem ist, du brauchst natürlich einen mobilen Vertrag mit viel Datenvolumen oder Unlimited. Wäre gut. Sie kann das halt echt gut, weil willst du das wissen? Wenn sie es nicht zeigen will, dann bleibt das so. Manno! Mann. Ist doch scheiße. Aber Aldi Talk kenne ich nicht. Schade. Okay. Prepaid. Ich stehe auf ihrer Seite, tut mir leid. Vielleicht kriegen wir es trotzdem irgendwie hin, Puigo. Mit Bestechungsgeld oder so. Sagen wir so, hey. Bestechungsgeld. Mit Geld kann man sich doch alles kaufen im Leben. So. Scheiße. Ich bezahle 15 € im Monat für 10 GB. Ich bezahle 30 für unendlich. Unlimited. Hör ich da Aldi Talk? Ich zahle 30 € und habe Unlimited LTE. 100 Mbit. Ich kann jeden Tag 30 GB laden. Ist mir scheißegal. Ist mir doch scheißegal. Also ich könnte sofort IRL streamen. Ich könnte sogar diesen Stream hier gerade über meinen. Ich könnte diesen Stream hier gerade von meinem PC aus einfach über mein Handy-Internet laden. Theoretisch brauche ich nichts anderes mehr. Hab eh bald neues Handy. Oh, was steht an für eins? Welches steht auf der Pipe? Welches Handy? Was hast du für einen Vertrag? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe das mal rumgeschickt letztens. Kann ich dir gerne privat nochmal zukommen lassen, Krümel? Kann ich dir gerne privat nochmal zukommen lassen? Es gibt keine Mindestlaufzeit bei dem Vertrag. Voll gut gemacht. Du kannst also jederzeit raus. Wenn du morgen sagst, du willst nicht mehr bezahlen, du hast kein Geld, kannst du den Vertrag kündigen raus. Also ist kein Vertrag, wo du jetzt 5 Jahre lang zahlen musst. Freenet ist das. Ja, irgendwie so ein Freenet über O2-Netz. O2-Netz. Und du hast vor allen Dingen ganz wichtig, du zahlst jetzt nicht 2 Jahre lang extrem viel Geld, sondern du kannst jederzeit raus. Wenn du keinen Bock mehr hast, morgen kündigen, raus bist du. Krümel, ich schick dir die Daten. Genau, Freenet Funk heißt es. Du hast jeden Tag Unlimited, du kannst in jedes Netz kostenlos telefonieren, du zahlst jeden Tag 1 € und du kannst täglich den Vertrag kündigen und du bist sofort raus. Also wenn du heute kündigst, bist du morgen raus. Und du zahlst tagesweise. Du zahlst jeden Tag 1 €. Deswegen 30 € im Monat. Und 1 € pro Tag dafür, dass du unendlich telefonieren, unendlich SMS und unendlich Internet hast, im LTE vollkommen in Ordnung. Und wenn du sagst so, hey, du hast jetzt kein Geld mehr, kündigst du, morgen ist die Karte weg. Keine Kosten mehr. Alle anderen Verträge, 2 Jahre Laufzeit, 40 € im Monat. 5 GB. Schmutz. Einzige Manko bei dem Vertrag natürlich, du kriegst kein Handy geschenkt oder so, ne? Das ist da nicht drin. Ich bin mal weg, komme später wieder. Alles klar, Fuego. Ich habe Fetzer den Vertrag geschickt. Irgendwie findet der den nicht gut, keine Ahnung. Dabei ist das das Beste, was er haben kann. Also ich kenne nichts Besseres. O2 und so zahlst du alles 30 € und hast 5 GB, 10 GB. Ein Handy habe ich, dann ist dieser Vertrag das Beste, was du haben kannst. Vorausgesetzt, du brauchst Internet. Und Unlimited ist sowieso geil. Du kannst einfach jeden Stream gucken. Also zum Beispiel,
ich fahre oft mit der Bahn durch ganz Deutschland. Und ich, weißt du, ganz gechillt gucke ich einfach Netflix. Und ich lade mir die Folgen nicht vorher runter. Ich starte einfach mein Tablet und gucke einfach Netflix. So. Ich gucke einfach, was möchte ich spontan gucken. Und dann gucke ich das einfach mit mobilen LTE. Fertig. Gucke ich einfach über LTE, fertig. Komplett scheißegal. Stimmt, ich habe gerade eben gesagt, du hast den besten. Nur kein 5G. LTE reicht vollkommen. LTE hat 200 Mbit, was willst du mehr? Du hast nicht mal zu Hause 200 Mbit. LTE ist schneller als dein Zuhause-Internet. Was willst du mit 5G? 5G gibt es sowieso fast nirgendwo. Und du brauchst vor allen Dingen 5G-Handy. LTE hat 300, ja richtig. 300 reichen. Und 300 hast du halt überall in ganz Deutschland. Dieses 5G, da brauchst du erstens ein neues Handy und zweitens geht das nur in Großstädten. Also fast nirgendwo. Trink, um gesund zu bleiben. Danke dir, Aura. Also es ist halt schön. Auch so, wenn ich jetzt mit Freunden unterwegs bin oder so. Die haben alle kein Internet. Da komme ich an mit meinem Babo. Mach Mobile Internet. Alle gehen rein. Alle. Am Ende des Tages 300 GB geladen. Ist doch scheißegal. Ist doch kostenlos. 1 Euro. Mensch. 1 Euro. Ist doch gut. Also alle, die da sagen, 1 Euro ist zu teuer. Yahami, herzlich willkommen. Du musst dir die App laden. Du musst dir die Handy-App laden, Krümel. Ich schick dir mal den Link. Das ist er. Wie gesagt, du kannst jeden Tag kündigen, auf Tagesbasis. Das ist kein Monatsvertrag, kein Jahresvertrag. Kannst morgen sagen, du willst nicht mehr und dann ist auch weg. Ich hab's dir auf Discord geschickt. Den Link. Du musst dir die Handy-App laden. Und da kannst du die SIM-Karte dir bestellen. Das einzige Manko mittlerweile, wenn man die SIM-Karte sich bestellt, kostet es einmalig 10 Euro oder sowas. Glaube ich. Es ist nämlich nicht mehr kostenlos. Früher war das tatsächlich kostenlos. Aber das haben die Leute halt schamlos ausgenutzt. Kennst ja die Leute, die Schmarotzer. Wird halt teuer, ne? Wenn du jeden Tag eine neue SIM-Karte dir orderst, für 0 Euro, geht halt nicht. Deswegen haben die da jetzt Versandkosten oder irgendwas draufgepackt. Geht halt nicht. Ich finde es saublöd, dass Freenet nur das online vermarktet. Wieso? Was willst du denn? Du willst jetzt irgendwie noch Rabatt haben, ne? 1 Euro ist dir zu teuer, du willst jetzt noch irgendwie 10 Euro Rabatt, dass du jeden Tag 9 Euro verdienst. Nein? Ist halt nicht drin. Die haben halt keine Leute, die irgendwie an Tür zu Tür gehen oder das bei Mediamarkt oder so verkaufen. Weil die wollen ja auch Geld haben. Das ist nicht drin in dem Vertrag. Genau. Also Provision und so ist halt nicht drin in dem Vertrag, weil die kalkulieren halt knallhart. Die verdienen gar nicht so viel Geld dran. Das ist so hart kalkuliert, dass die halt keine Werbeputzis haben, die dafür Werbung machen. Alle Verträge, wo es Leute gibt, die Werbung machen, die kriegen halt fette Provisionen. Dann kannst du jetzt schon ausgehen. Diese Verträge sind Abzocke. Telefon aber mitnehmen? Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube ja, aber das kostet bei deinem alten Anbieter Geld. Das Problem bei Telefon mitnehmen ist immer, der Anbieter, wo du gerade bist, der will dann meistens 50 Euro oder so haben. Das ist meistens richtig, richtig teuer. Und damit hat nicht der neue Anbieter was zu tun, sondern der alte Anbieter. Der will das Geld haben. Meistens. Kostet nichts. Einfach ausprobieren. Und wenn du es streng genommen willst, brauchst du nicht mal mehr zu Hause Internet haben. Du kannst es kündigen und alles über Mobile Hotspot machen. Da musst du nicht mal mehr zu Hause deine 80 Euro Telefonfestnetz haben. Deinen 20 Mbit-Fetzer. Brauchst du nicht. Machst alles über Hotspot, 200 Mbit. Ist günstiger und besser
als dein Home-Internet. Aber du machst es trotzdem nicht. Ich kann dir nur die Hilfe anbieten, wenn du sie nicht willst. Selber schuld. Ja, probier das sehr gern aus. Also ich bin seit 3 Jahren da Kunde. Und das Gute ist, du hast auch im Ausland Internet. Also du kannst jetzt einfach mal in den Urlaub fahren. Irgendwo hin, wo du möchtest. In ganz Europa. Du hast überall Internet. Du zahlst kein Geld Aufpreis. Das Einzige, außerhalb von Deutschland, hast du halt pro Tag 1 Gigabyte Internet. Aber ganz ehrlich, du zahlst keinen Cent mehr, nichts. Du gehst einfach in den Ausland. Wenn du jetzt im Ausland bist, Griechenland, keine Ahnung, Spanien, Holland, Polen. Du hast einfach Internet. Alle anderen so, mit ihren teuren 80-Euro-Verträgen im Ausland, kein Internet mehr. Und wenn, dann zahlen die nochmal drauf ordentlich. Das ist da komplett kostenlos. Aber nur 1 Gigabyte. Aber 1 Gigabyte reicht im Ausland. Pro Tag. Das ist vollkommen genial. Vollkommen genial. Dafür ist der Empfang hier nicht gut genug. Der Verrat ist das Beste, nicht. Ja, der ist. Also, das von mir persönlich, ich weiß nicht. Vor 2 Jahren war der Vertrag das Beste. Und ich bin so zufrieden, dass ich mich seit 2 Jahren nie wieder um einen Vertrag gekümmert habe. Was SIM-Karte angeht. Seit 2 Jahren nutze ich diesen Vertrag einfach. Genau, diese 30 Euro bleiben immer. Es gibt noch einen Tarif, da zahlst du 60 Cent pro Tag, glaube ich. Für 1 Gigabyte am Tag, Bimmel. Also wenn dir dieser 1 Euro am Tag zu viel ist und du sagst, du brauchst nicht Unlimited, dir reicht 1 Gigabyte pro Tag, dann musst du nur 60 Cent zahlen pro Tag. Sind am Ende des Monats auch 30 Gigabyte. Für knapp 15 Euro oder 20. Ist auch gut. Ist auch gut. Ein stark reduzierter Freenet-Tarif kostet 60 Euro pro Monat. Und du hast 2 Jahre Vertragslaufzeit oder so ein Scheiß. Und weiß ich was für Scheiße. Also, ich habe den vor 2 Jahren abgeschlossen. Ich bin immer noch da, Kunde. Ich brauche mich seitdem um nichts mehr kümmern. Ich bin einfach zufrieden damit. Und das war vor 2 Jahren. Vielleicht gibt es inzwischen schon bessere, aber ich glaube, das ist immer noch nicht so. Dafür bekommst du halt Handy dafür. So, ich sollte Verkäufer werden, Chat. Ah, Mann. Soll ich? Ich versuch's noch einmal oder so. Klingt echt sehr vielversprechend. Ihr könnt es ja bei einer Karte ausprobieren, ja, Hami und Krümel. Wenn ihr immer zusammen unterwegs seid, reicht ja eine Karte. Aber ansonsten, ne, kann jeder sich von euch eine Karte holen, wenn ihr es geil findet. Und alle anderen Verträge kündigen. Sobald ich mein BAföG endlich bekomme, hole ich es mir. Das ist wirklich gut. Also da mache ich auch die Werbung gerne kostenlos, weil ich bin wirklich überzeugt von dieser Internetkarte. Weil ich die einfach seit 2 Jahren nutze und das ist das Beste, was mir je passiert ist, weil diese ganzen anderen Verträge mit 2 Gigabyte am Tag, 4 Gigabyte am Tag, so war es vor 2 Jahren. Die waren richtig scheiße. Mittlerweile hast du wenigstens 10 Gigabyte oder 20 oder 30, aber das ist in meinen Augen immer noch viel zu schlecht. An einem guten Tag, wo ich von Deutschland, von Berlin nach Hamburg fahre und ich gucke dann einfach Twitch-Streams, Netflix, verbrauche ich 20, 30 Gigabyte so. Und das, dann wäre mein ganzer Monatsvertrag weg, so. Versteht ihr? Das ist ja voll doof. Ich gebe dir irgendwann mal was aus Provision. Brauchst du nicht. Test es erstmal aus und schilder uns gern deine Erfahrung. Ich wollte jetzt nur, ne? War gerade irgendwie passend, als du gesagt hast, hey, du bist auf der Suche nach einem Vertrag. Hier. Wenn du kein Handy brauchst und so, ist das eigentlich ziemlich cool. Und du wirst damit zufrieden sein, denke ich. Also, weiß ich nicht. Vielleicht ist in deiner Region U2 kacke. Aber gerade LTE ist U2, glaube ich, so der beste Anbieter. 3G war früher kacke mit U2, aber 4G ist U2 Bombe. Teilweise sogar besser als Telekom.
meine Feststellung. Bei 5G habe ich keine Ahnung. Habe ich auch gar kein Handy, was das funktioniert. Ja, O2 LTE ist wirklich gut. Aber dein Handy muss natürlich auch LTE können. Aber das kann mittlerweile jeder. Genau, also dein Handy sollte LTE können. Und du musst halt gucken, was für eine SIM-Karte du brauchst. Aber ich glaube, das ist so eine SIM-Karte, die mit mehreren Dingern hat. Hey, Brownie, darf ich dir kurz eine Frage stellen? Sehr gerne. Komm ran. Komm. Ah, 5G würde auch unterstützen. Genau, aber 5G hat es nicht, aber braucht man auch nicht. Also 5G ist, glaube ich, auch richtig teuer. Da zahlst du 100 Euro im Monat oder so. Das wäre ein bisschen zu teuer. Aura. Allein... Wieder die Frage, ob du eine Frage stellen kannst, war bereits eine Frage. Hättest du stattdessen einfach die Frage stellen können. Passt zwar nicht zu Pokémon, aber egal. Mich würde es interessieren, wie weit du beim Katalog in Splatfest, Splatoon bist. Ich bin da schon längst durch, Aura. Ich bin schon längst durch. Ich bin fertig mit dem Katalog. Ich war in der ersten oder zweiten Woche schon fertig. Ich hab einfach viel zu sehr Splatoon gesuchtet. Aber ich habe nur den ersten Katalog gemacht. Wenn man mit dem ersten Katalog fertig ist, dann kannst du ja unendlich lang weiterleveln. Aber du kriegst nur noch Sachen aus dem Automaten sozusagen. Der Suchti ist schon Level 100, okay. Ja, ich bin eine Woche nach dem Release war ich 100. Ja, genau. Ich glaube, bis zum 4. Dezember oder so hat man Zeit. Und danach kommt der nächste neue Katalog raus. Welches Level bist du im Katalog, Aura? Und, Aura, welches Splatfest-Team joinst du oder bist du gejoint? Das ist die wichtigste Frage. Das ist die wichtigste Frage. Weil ich werde Splatfest dieses Wochenende streamen. Wäre cool, wenn der ein oder andere mitspielen kann. Und alle, die in anderen Teams sind, können natürlich versuchen, zur selben Zeit in die Warteschlange zu kommen. Damit man gegeneinander kämpft. Das wäre auch Bombe. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendein anderes Team bist, versuch einfach zur selben Zeit eine Lobby zu suchen. Und dann kämpfen wir gegeneinander. Ich bin 90 im Katalog und bin Feuer. Geil. Ich bin auch Feuer. Ich bin auch Feuer und ich bin auch dabei. Zumindest war das der Plan. Im neuen Pokémon will ich nämlich Feuer nehmen. So. Wir haben das Mineral. Und jetzt spielen wir wieder ein bisschen Pokémon-Chat. Das war jetzt genug Werbung. Dieses Wochenende werden wir, Yahami und ich, leider nicht so aktiv sein. Was macht ihr, schönes Krümel? Was habt ihr vor? Oh, zurück ins Jubeldorf. Was macht ihr, schönes? Vielleicht schaffen wir vorher DBD. Wäre natürlich mega. Professor, das hier war mal die rote Kette. Ach ja, stimmt, er hat die ja zerbrochen. Ach ja, ich muss ja jetzt dieses andere Pokémon noch fangen. Wir gehen campen, oh wie geil. Aber ist es nicht schon zu kalt zum Campen? Oh, ich will auch einmal im Leben irgendwie campen nochmal, aber meine Freundin zum Beispiel sagt so, nee, sie will auf keinen Fall campen. So, was mache ich jetzt? Soll ich allein campen gehen? Komplett allein? Ach, ist doch kacke. Als nächstes das Mineral allen Ursprungs. Bist du soweit, Brownie? Es ist nie zu kalt. Naja, okay, komm. Im November ist schon... Puh. Im November ist schon viel zu kalt. Komm mit, campen. Wo geht ihr denn campen? Ey, aber es ist schon richtig kalt im November. Unterschätzt das nicht. Ich hoffe, ihr habt da Erfahrung und wisst, worauf ihr euch da einlässt, im November campen zu gehen.
Wir campen im Wald. Wo? Welches Bundesland? Todesmutig. Aber ey, das klingt, das ist so schön. Das hört sich so cool an. Genau das würde ich so gerne mal machen. Einfach mal fürs Wochenende rausfahren, campen. Gerne auch als IRL-Stream so, ne? Wir campen, Chat. Bayern. Ja, okay, andere Seite. Ich bin in Berlin. Das ist zu weit. Das ist zu weit. Ich wünsche euch viel Spaß. Es klingt so schön. Mit Schlafsack und Tarp. Geil. Nimmt auf jeden Fall Powerbank mit, ne? Man weiß ja nie. Kann dir Bilder schicken? Ja, sehr gerne, Krümel. Schick mir sehr gerne dann Bilder von. Troxy, herzlich willkommen. Wir sind aus Sachsen und fahren dafür nach Bayern. Krass. Ich war einmal campen. Es hat aus Eimern geschüttet. Ach du Scheiße. Und Zelt war wahrscheinlich auch noch undicht, oder, Aura? So, ich hole mir jetzt ein Dialga. Ich glaube, jetzt kommt das Dialga. Regen ist auch einkalkuliert. Die meisten Zelte sind ja mittlerweile regendicht. So, hoffen wir, dass es jetzt klappt. Ist das Spiel bei mir bunter, als ihr es in Erinnerung habt, Chat? Sag mal Bescheid. Aura, hast du das Spiel auch so bunt in Erinnerung oder war das so eher nicht so bunt? Also ist das bei mir bunter als woanders? Weil ich habe von Leuten gehört, bei mir ist es ja echt schön, das Bild. Bei mir sieht die Grafik echt schön aus, haben viele schon gesagt. Natürlich war es undicht. Sonst macht das Ganze keinen Spaß. Ich war komplett krank danach. Oh nein. Seitdem komme ich nur noch in mindestens 4-Sterne-Hotel unter. Aura, mein Beileid. Einmal hatten wir auch Schauer abbekommen. Nur liefen wir durch den Wald ohne Ausrüstung und waren bis zum Schlüppi nass wie ein Wasserfall. Oh mein Gott. Ja, Hami. Aber irgendwie trotzdem geil, oder? Oh, was ist denn ein Urball? Ich finde es eigentlich genauso bunt schön wie bei mir. Was ist ein Urball? Mit diesem einzigartigen, besonderen Ball kannst du Pokémon fangen, das im Sinnoh-Tempel herumwütet. Moment. Moment, Moment, Moment. Ist damit Arceus gemeint? Ist das quasi ein Meisterball? Aber ich kann dieses Pokémon auch mit einem anderen Ball fangen, richtig? Das ist zwar blöd, aber so kommt man... Ja, also in der Ist-Situation hat man wahrscheinlich geflucht und es war total scheiße. Aber ganz ehrlich, ihr werdet jetzt bis zum Ende eures Lebens darüber erzählen, wie schön das eigentlich war. Ist so. Ich kann ja auch gerne ein Foto von dem nassen Ausflug schicken. Sehr gerne. Sehr gerne. Und Urball ist ein Meisterball. Habe ich das richtig verstanden, womit ich Arceus fangen kann? Oder welches Pokémon soll ich damit fangen? Ich kann mir nicht vorstellen, welches Pokémon er sonst meint mit im Tempel. Das ist so ein kleiner Pokéball. Ich bin verwirrt. Welches Monster soll ich damit fangen? Palkia spricht wieder. Ey, ich kann doch Palkia einfach mit ins Team nehmen. Ist das nicht ein bisschen OP, wenn ich Palkia einfach mit ins Team aufnehme? Und Dialga? Tom, herzlich willkommen. Sind Palkia und Talgia, Dialga, sind die OP, wenn ich die mit ins Team nehme für den Endboss? Nee, sind nicht OP. Aber das sind legendäre Monster. Legendäre Monster sind doch immer OP. Dachte ich. Ich weiß aber wenig. Die Alga und so gibt's nicht in Elite, ne? Wäre ja auch. Das wäre ja auch krank, Alter. Das wäre ja auch komplett krank. 30 und 40, das reicht.
Ich check's nicht, wahrscheinlich, weil ich etwas kränke, aber machst du das auf 100%? Aktuell bin ich noch bei der normalen Story. Und ich check's auch nicht. Auch hast du es auf 100% gemacht? Ich bin auch noch sehr verwirrt. Also, dieser Pokéball, wofür brauche ich den? Oh, das ist Bodenflug, Chat. Level 77. Ah, den können wir noch gar nicht kontrollieren. Wir sind viel zu stark. Oh, ich könnte den... Ah, okay, Drache. Knackrax ist Drache. Drache ist wichtig, glaube ich. Wir könnten Cloud rausnehmen. Hä, aber wo ist denn... Oh, zu Geist und Normal. Ist Zoroark vielleicht besser als Gengar, Chat? Drache und Stahl ist auch geil, oder? Elite-Knackrack ist wichtig für Endboss oder normaler Knackrack. Ich habe einen normalen Knackrack. Ich habe, guck mal, das sind alles... Chat, das sind alles... Das sind alles Elite-Monster, die ich hier habe, ne? Der ist auch Elite. Ich habe wirklich richtig viele Elite-Monster in meinem... Der ist Elite. Ich überlege gerade, wen ich ersetze mit dem Pflanzenmonster Cloud TV hier. Mit Silvaro. Wen soll ich dafür rausnehmen? Mach den Laden fertig, bis später. Bis später. Hä, und wo ist die Alga, die ich gefangen habe? Kann ich den nicht benutzen? Ich habe doch das Elite-Monster. Elite-Monster, sage ich. Ich habe den doch gefangen, oder? Ach, hier. Palkia. Ist Wasserdrache. Was sagt ihr, Chat? Was soll ich machen? Ich könnte den mitnehmen statt Gengar. Ich könnte Palkia mitnehmen statt Entoron. Kann man irgendwie nach Elite sortieren? Nee, ne? Bojin ist Elite. Bis Level 65 gehorchen, meine. Danke, Christian. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Bis 65 gehorchen meine Monster nur. Guck mal, dieses Zoroark ist auch ziemlich cool, glaube ich. Das ist auch ziemlich cool. Palkia mitnehmen. Soll ich meinen Simsala vielleicht rausnehmen? Oder eigentlich müsste ich Gengar rausnehmen. Ich habe kein Eis. Nee, hab kein Eis. Ich müsste Gengar rausnehmen, oder? Das hier wäre Eis. Nee, das wäre Stahl. Fee habe ich nicht. Gengar gegen Visco? Gegen ihn? Gegen ihn oder gegen ihn? Dann den hier. Aber dann kann ich auch Simsala rausnehmen, oder, Chat? Brauche ich Boden oder Kampf? Boden oder Kampf? Hab ich. Ich hab Zorak. Hab ich jetzt eingepackt, Chat. Aber soll ich Simsala rausnehmen? Simsala ist eigentlich voll schwach, oder? Soll ich für Simsala... Ich habe den hier noch als Elite. Gengar als Elite. Visco als Elite. Ich habe den hier. Das ist Bodenflug. Auch Elite.
Oh, 77. Ey, Simsala ist aber auch Elite, ne? Vergiss das nicht. Fetzer, ich habe irgendwie 20 Elite-Monster. So krass. Boden bringt nichts. Ulona, Eisfee. Was? Oh, ich habe sogar Elektro-Elite. Das hier. Oder den hier. Vulpix ist Eis. Ja, aber Vulpix ist nicht Elite. Ich habe kein Elite-Vulpix. Ist kein Elite. Leute, es geht mir nur darum, dass ich jetzt ein ausgeglichenes Team habe. Es geht mir jetzt nicht nur um diesen einen Kampf. Würde Gotra mitnehmen? Oh, wie sieht ein Gotra aus? Habe ich den auch als Elite? Weil ich würde gern wirklich nur Elite-Monster dabei haben in meinem Team. Das ist Schneckendrache. Im Eisgebiet ist noch was Dickes, aber ich müsste mein Pokédex-Level 1 hochmachen. Das Problem, was ich habe, zum Beispiel hier. Dieses Monster hier, Skorgo, ist Level 77, Chat. Meine Monster gehorchen mir nur bis Level 65. Der ist extrem stark. Entoron oder Simsala? Wer soll raus? Pierre, herzlich willkommen. Hau Entoron raus. Aber Entoron ist Wasser. Da habe ich gar nichts mehr mit. Doch, doch. Palkia hat es ja auch Wasser. Aber Simsala ist auch mega schwach. Was ist mit Simsala? Fangen wir doch das Elite-Galopper. Und dann? Hol Gengar rein. Gengar statt Simsala, oder? Ich muss erstmal kurz gucken wegen Attacken. Ist okay, oder? Nee, ich bin noch nicht fertig, Pierre. Da kommt tatsächlich noch sehr viel. Da kommt tatsächlich noch sehr viel. Wir holen uns jetzt noch ein anderes Monster. Also, wir haben Psycho. Spuk. Schlitzer. Doppelt so stark gegen Statusprobleme, aber hey. Habe ich halt nie. Mache ich so. Gengar ist besser. Gengar ist besser als wer? Gengar ist besser als wer? Als Simsala. Oh, Simsala ist aber mein Lieblings-Pokémon. Ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich meine ganzen Lieblings-Pokémon jetzt rausnehme aus meinem Team. Was ein bisschen schade ist. Holst du morgen das DLC? Ich werde mir das DLC holen, Christian, aber ich weiß nicht, wann ich es spiele. Oder hol Feuer raus. Nee, das Panferno ist richtig geil. Ich glaube, ich werde es erstmal damit versuchen. Und ich werde jetzt Knackrax auf Epic farmen. Auf Elite.
Dafür muss ich aber mein Pokédex-Level auf jeden Fall hoch machen. Das ist zu schwach. Mein Pokédex, ich kann nur bis 65 kontrollieren. Und ich glaube, das eine Monster ist sogar schon... Nee, aber ja. Bist du bereit für den... Was? Ich hätte auf Hypnose... Nee, Hypnose ist voll kacke. Hä? Moment mal, welches Monster kommt denn jetzt eigentlich? Ich dachte, ich kann beide fangen. Ich bin gerade verwirrt. Kann ich nicht Dialgra und Palkia fangen? Ich kämpfe doch jetzt gegen Dialga, oder? Ich kämpfe jetzt gegen Dialga, richtig? Warum habe ich dieses eine Pokéball bekommen? Das ist doch wie ein Meisterball, oder? Ich schmeiß ihn hin und fertig. Das verstehe ich gerade nicht. Das, was jetzt kommt, ist super easy. Warum habe ich mir jetzt extra ein Team dafür zusammengebaut? Okay. Ich habe den Urball für Dialga verwendet. Nach dem Ponita-Quest hast du genug Sterne. Kommt direkt danach. Okay. Okay, 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 okay. Dann lass mich ganz kurz dieses Knacksrax Elite fangen. Das Problem ist, es wird mir nicht gehorchen, weil ich noch zu schwach bin im Poké-Level. Aber ich fange es, glaube ich, jetzt trotzdem schon. Das war hier hinten irgendwo. Warte mal, hier gibt es noch ein... Loot. Hier ist irgendwo einer gestorben. Sehe ich das richtig? Oh, so eine Scheiße. Wer ist mein Low Level? Ja, aber den tausche ich aus. Das heißt, die beiden muss ich leveln. Schau mal, wie groß die sind. Wenn man sie als Elite hat, dann sind die richtig groß. Dann sind die richtig groß. Das ist richtig geil. Wie findest du die Schein-Elite-Bilder? Richtig geil. Richtig cool. Wunderschönen guten Abend, Fabi. Mein Penis ist auch Elite. Meinst du? Leuchtet der auch rot oder was? Mensch. Hä, was ist das für eine Höhle? Oh, da war ich noch nie. Könnte man sich ja mal... im Hinterkopf behalten. Oh, scheiße. Leuchtet deiner rot? Ich habe ja nie gesagt, dass meine Elite ist. So. Fabi meint er ja, sei Elite. Aber vielleicht zum Urologen gehen, der kann dir vielleicht helfen. Wenn das so rot ist. Wie geht es euch so? Ganz gut, wie geht's dir? Wie geht's dir? Oh, Moment mal. Hier sind ja auch Evolis am Start. Also, Kinders, wenn er rot leuchtet, ist er Elite.
Nein, wenn er rot leuchtet, geht zum Arzt. Das war mein Zitat. Oh, hier ist auch eine Höhle. Und hier oben müsste das Elite-Monster sein. Aber das ist ziemlich stark. Ich weiß gar nicht, was anfällig gegen ihn ist. War das nicht hier? Da ist er. Versuchen wir's. Vielleicht haben wir Glück und er bewegt sich nicht. Ist meins auch so dunkel? Ist mein Monster auch so dunkel, was ich besitze? Ach, so dumm, Alter. Ich hätte den Schwerball nehmen müssen. So eine Scheiße hier. Funktioniert ja gar nicht. Oh nein, ich habe nicht gespeichert. Mann. Ich hätte speichern sollen. Habe ich überhaupt gespeichert? Ich habe nie gespeichert, oder? Level 85 ist schon heftig. Das Ding wird mir nie gehorchen. Das Ding wird... Boah, Alter. Obwohl der keine Elite ist, ist der einfach noch größer. Als Shiny ist er grün. Schau mal, wie groß der ist, Fabi. So was Großes hast du noch nie gesehen. Mann, One-Hit? Lächerlich. Tonnenbälle? Habe ich einen Hyperball? Der hier ist grün. Knackstrax ist scheinbar grün. Ich habe Hyperbälle. Moment, soll ich einen Hyperball werfen? Ich kann Hyperbälle selbst noch nicht herstellen. Der ist blau. Mensch, Fabi, du hast ja gar keine Ahnung. Hyperbälle. Fabi, welches Pokédex-Level hast du? Fetzer, welches Pokédex-Level hast du? Ich bin Level 5. Ich kann noch keine Hyperbälle herstellen. Du hast 5. Also genauso wie ich. Welches Level braucht man, um Hyperbälle herzustellen? Das vorletzte. Nee, dann werde ich meine Hyperbälle lieber für Dialga aufheben. Hyperbälle kann ich nicht kaufen. Du brauchst dafür Pokédex Level 5, 8 oder so. Die Alga musst du mit Urba fangen. Ich habe Pokédex Level 5 erst. Nicht 8. Ich bin nicht K.O. Ich kann einfach wegrennen, wenn alle tot sind. Schon früher... Auf jeden Fall bin ich erst 5, Nevi. Ich bin, glaube ich, noch weit entfernt. Oh, mein letztes Monster. Was ist das denn für eine Scheiße? Mach doch mal das Pokédex perfekt. Was soll das? Das dauert halt noch ewig bei mir. Das wird ewig dauern. Ich muss halt 1000 Stunden grinden oder so. Und wir haben es gar nicht mal so vernachlässigt. Schnelle Runde, 300 Stunden und du bist durch. Bro. Das ist verdammt viel, ne? Easy, total.
Oh, Mann. 5 Sterne sind wir. 30 Stunden Gameplay schon. Aber krass, wie schnell die Zeit vergeht. Oh, ich weiß nicht. Ich versuch's jetzt noch ein paar Mal mit den normalen Bällen. Ich komme da nicht hoch, ne? Ich bin 3 Sterne. Dann hast du auch noch einen weiten Weg vor dir. Wo muss ich hin? Ich glaube, ich habe 311 Stunden gebraucht. Siehst du, dann brauche ich einfach noch 300 Stunden dafür. Ein Lucarius in Elite. Ich glaube, das ist auch ziemlich stark, oder? Dein Ernst? Habe ich gespeichert, Chat? Habe ich gespeichert? Die Shiny Quest gehört zu den 100%. Mann. Ich habe gespeichert, okay. Ich hoffe es. Nicht, dass ich jetzt weiß, ich wo bin. Wann habe ich gespeichert? Im Camp. Okay. Puh. Ich hatte gerade echt ein bisschen Panik. Ah, dieses Lucario. Wow. Das werden wir uns noch schnappen irgendwann. Mann, es ist so ätzend. Weil ich hier einmal am Klettern bin, wechselt der einfach zu dieses, zum Sneeboss. Kein Weg, schneller dahin zu kommen. Hier war der, ne? Da unten, genau. Hä? Wo war der? War der da? War er hier? Okay. Genau, bis Level 65 gehorchen mir die Monster. Okay, dann versuchen wir mal unser Glück. Ich habe nur noch 2. Der ist halt auch Level 85, ne? Ich muss Hyperbälle einsetzen. Wisst ihr, ab wann ich Hyperbälle kaufen kann? Kämpft doch. Ich will ihn ja nicht töten, ich will ihn ja fangen. Ich will ihn ja fangen. Auch wenn mir das nichts bringt, weil 85 kann ich nicht kontrollieren. 85 kann ich nicht.
Der beherrscht, den beherrsche ich nicht. Das ist perfekt. Bitte überleben. Jetzt wäre natürlich Hypnose klasse. Okay, Hyperball. Hat sich befreit. Komm, 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 komm. Ja? Nein! Hä? Dann besieg ihn einfach, du hast ihn trotzdem dann. Wie meinst du mit, ich hab ihn dann trotzdem? Marvin, man muss ihn fangen mit dem Pokéball. Hä? Das ist ja Betrug. Wieso greift er denn an? Ich will einen Pokéball werfen. So. Bam! Wir haben ihn. Knackrax ist unser. Hä? Wieso kriegt der noch Schaden? Gegen wen kämpfe ich hier gerade? Oh. Schatzi! Ja, ich bin hier. Was ist los? Fuego, Fabi hat Probleme, du musst mit ihm zum Arzt gehen. Er meinte irgendwie, sein Penis wäre rot. Ich weiß nicht warum, aber du solltest Dadiva mit ihm zum Arzt. Ich crafte mir, glaube ich, hiervon 40. Wie viel habe ich hiervon? Deswegen mir rot, was? Haben wir Hyperbälle? Nee. Hyperbälle kann ich immer noch nicht craften. Warte, habe ich gerade das falsch? Ich habe Schwerbälle gemacht. Zentnerbälle sind doch das. Zentnerbälle sind doch viel geiler als Schwerbälle. Die Erfolgsquote ist hoch, wenn ein unaufmerksames. Hä? Was ist der Unterschied zwischen Schwer und Zentner? Hyperball brauchst du nicht bei Palkia. Nee, aber ich will generell Hyperbälle haben. Generell. Zentner ist besser. Mann, und ich habe gerade Schwerbälle. Scheiße. So, gehen wir erstmal ab und gucken, wie viele... Ich würde schon gern Pokédex Level 6 werden. Das Problem ist nämlich, wir haben gerade ein Pokémon gefangen. Wir haben gerade dummerweise ein Pokémon gefangen, was wir gar nicht kontrollieren können. Was ist eigentlich nächstes Level? Pokédex Level 6. Bis wohin können wir dann kontrollieren? Pokédex Level 6. Bis wohin kann ich kontrollieren dann?
bis 75. Boah, es wird mir immer noch nicht reichen. Mein Pokémon ist Level 88 oder so, ne? War das? Oder? Was ich gerade gefangen habe. Das ist 85. Ich muss zwei Pokémon-Level machen. Aber das lohnt sich. Ich habe lieber einen Elite-Knackrax drin, Level 85, als ein Nicht-Elite 56. Oh, wir haben so ein gutes Team-Chat. Ulala. Ich bin begeistert. Wobei, Entoron. Ich würde gern Entoron wieder ins Team nehmen. Ich mag Entoron. Ich mag Entoron. Bis Mittag ausruhen. Passt auf. Dann werden wir hier jetzt noch ein paar Pokémon fangen, damit wir wenigstens ein Level aufsteigen. Mit Forschungslevel 7 kannst du den Knackrax und Scorgo beherrschen. Dann lasst uns wenigstens Level 6 machen. Lass uns wenigstens Level 6 machen. Oh, tiefer. Hä, das ist ein Pokémon? Ich dachte, es wäre irgendwas zum Farmen. Oh, Relaxo könnten wir uns auch holen. Relaxo könnten wir uns theoretisch auch holen, Chat. Findet ihr es eigentlich cool, wenn ich Pokémon spiele? Oder ist es egal? Würdet ihr auch andere Spiele euch hier anschauen auf meinem Kanal? Hauptsache Switch. Oder ist schon wichtig, dass es Pokémon ist? Yes, wir haben ihn. Ich bin hier, weil ich da sein muss. Perfekt. Bist halt der einzige Mod, ne? Mir ist egal. Ey, Fuego, welchen Skin spielst du jetzt in Fortnite eigentlich? Ne? Ohne Scheiß, die Anime-Figuren habe ich nur für dich gekauft, ne? Kuss geht raus. Ich mag dein Pokémon-Content sehr, aber es ist wie immer deine Entscheidung. Pia, vielen Dank. Ihr seid so lieb. Das macht auch mega Spaß, ne? Zu streamen, wenn man solche lieben Leute hat. Das, was ich am liebsten hätte, kommt leider nie als Content. Ja, das findest du auf Pornhub. Aber nicht von mir. Diesen einen Anime-Skin. Den mit den schwarzen Haaren oder die andere mit der Strähne? Die andere mit der Strähne, ne? Weil die aussieht wie du. Oh, Jill. Stimmt, Jill ist ja auch noch da. Ich mag eigentlich Pokémon sehr gerne von dir. Nivi, bald kommt... nächste Woche kommt ja das nächste Pokémon-Spiel-Content raus. Vielleicht wird auch dann... Vielleicht beschränke ich mich dann auch fast nur noch auf Pokémon-Content. Wer weiß. Switch ist einfach das, womit mein Kanal groß geworden ist. Ist so. Switch und Pokémon-Spiele. Würden wir auch andere Spiele anschauen. An sich habe ich mit Pokémon nicht viel am Hut. Oha. Aber dennoch ist es cool, dir zuzusehen. PS, Yahami will dich tanzen sehen. Oh nein. Oh nein. Krümel, ich habe übrigens eure Fotos gesehen. Die sind saugeil, ne? Da kriege ich direkt irgendwie so... Wow. So dieses Flair. Damals in der Kindheit war ich auch mal campen. Aber ich war noch nie so richtig krass campen, so als Erwachsener mit anderen Kumpels. Oh, das ist so, das wäre so geil. Fetzer, wie sieht's aus? Wir müssen irgendwann mal campen gehen. Dann mit Krümel und so vielleicht. Vielleicht schafft man das ja wirklich mal so in einer kleinen Gruppe. Das wäre irgendwie hammercool. Mit meiner Freundin kann ich es leider vergessen, die will's nicht. Aber ich stelle mir das richtig cool vor, Mann.
Dann noch so Grillen oder so. Oder Lagerfeuer. Aber das Lagerfeuer und so, das geht halt, ne? Geht halt nur an bestimmten Orten. Ich lasse dir am Wochenende ein paar Erinnerungen da. Sehr gerne. Irgendwann mache ich sowas noch. Fabi und ich kommen mit. Ey, das wäre so geil, ne? Aber was man halt zum Campen braucht, ist halt ein Auto. Man braucht schon irgendwie ein Auto oder so. Lohnt sich Pokémon Ultra Sonne? Oh, du brauchst dafür eine Nintendo Switch. Du brauchst ein 3DS dafür, ne? Ich war als Kind bei den Pfadfindern. Habe ich sehr viel gecampt. Aber, ach so. Oh, krass. Sowas habe ich damals als Kind alles nicht gehabt. Voll schade. Ich habe ein interessantes Angebot für dich. Würde dir mal... Oh, sehr gerne. Übrigens, Autos mit TikTok muss man nochmal reden. Klingt an sich eigentlich ziemlich cool. Also, wenn sowas geht, auch mega cool. Bin ich an sich eigentlich gern zu haben. Auch so, früher hatte ich tatsächlich Leute, die haben so Best-Offs geschnitten auf YouTube und haben es auf ihren eigenen YouTube-Kanal hochgeladen. Hatte ich nichts dagegen. Ich fand das geil, ganz ehrlich. Und ich habe dann tatsächlich sogar auch im Livestream drauf reacted, indem ich diese Best-Offs mir angeschaut habe. Das waren irgendwie voll die coolen Zeiten. Auf Twitch kriegt man sowas an sich leider nicht mehr. Das war damals, als ich auf YouTube gestreamt habe. Und da hat man dann halt den ein oder anderen YouTuber oder so gesehen oder Content Creator, die halt Videos schneiden und die haben das dann halt gemacht. Das war cool. Aber heutzutage ist es halt schwierig, auf YouTube zu streamen. Fetzer. Ist nicht so cool. Oh, wir haben schon wieder so einen Gegner gefunden. Was macht die hier? Kämpfen wir einfach mal. Es gibt also auch so Wildkämpfe mit Trainern. Ich war früher voll gegen Twitch. Und warum hast du dann auf Twitch... Also viele waren gegen Twitch, aber warum bist du dann am Ende... Also warum bist du hier? Warum nicht auf YouTube? Warum bist du nicht auf YouTube, Fetzer? Ich finde halt zu sagen so, ja, ich bin YouTuber, ist irgendwie cooler als ich bin Twitcher. Früher war aber alles besser. Weil ein Wandel passierte. Ich bin auf YouTube. Ähnlich wie jetzt mit TikTok. TikTok ist das große neue Ding. Wenn man viele Zuschauer will. Vier Nuggets hat sie da gelassen. Oh, cool. Wow. Greift mich direkt ein Ding an. Also wir machen auf jeden Fall Pokédex Level 6. Vielleicht machen wir sogar Pokédex Level 7. Das wäre natürlich mega geil. Braun, die haben nämlich spontan entschieden, ein teures Fahrrad von Cube. Oh, wie geil. Wie geil. Aber jetzt ist eine schlechte Zeit zum Fahrradfahren, Bro. Lass es lieber. Also ist schön, dass du ein Fahrrad hast. Aber stell es jetzt lieber erstmal hin. Bis zum Frühling. Weil du musst jetzt echt aufpassen, ne? Das, ab 16 Uhr wird stockdunkel. Und Blätter auf dem Boden vernachlässigt. Unterschätzt die nicht. Um Gottes Willen. Ich habe mir damals meinen Arm gebrochen und es war, glaube ich, Herbst. Nee, also vielleicht, wenn ich gleich den Professor gehe, habe ich vielleicht Forschungslevel 6.
Aber wir können ja direkt weitermachen. Oder levelt man nicht direkt weiter? Doch, ne? Man levelt direkt weiter. Ja, jetzt ist die perfekte Zeit, Fahrräder zu kaufen. Jetzt wären die nämlich günstig. Jetzt wären die Fahrräder günstig um die Zeit. Nivi, wenn du das nötige Kleingeld hast, jetzt musst du es dir holen. Aber um Gottes Willen, wenn es geht, nicht Fahrrad fahren. Ich habe mich tatsächlich damals hingelegt und meinen Arm gebrochen vom Fahrradfahren. Man levelt weiter. Okay, cool, cool, cool. Dann level ich jetzt einfach noch ein bisschen weiter. Ich bin hier gerade im Flow drin. Und habe hier überall noch Monster, die ich nicht kenne. Die ich noch nicht gefangen habe. Oh mein Gott. Okay, das ist eine Elite. Das lassen wir. Brauchen wir jetzt nicht. Ich habe ja jetzt genug Geld von der Nachhilfe. Sag mal, wie viel Geld hast du denn von der Nachhilfe? Du kannst doch nicht mit 60 Euro dir ein Fahrrad kaufen. Und weiß ich was alles. Deine Milka-Schokolade kostet ja schon so viel Geld, die du dir täglich reinschaufelst. So ein Cube-Rad kostet schon so 800 Euro, glaube ich. Oder 500. Das sind schon so 500 bis 800 Euro, was er sich da gekauft hat. Cube ist teuer. Ah, die sind gut. Du hast heute wieder Nachhilfe gemacht. Wieder bei deinem Kumpel. Ah, das sieht so hässlich aus, dieses Monster. Meinst du, hat 2500 gekostet? Ja, ja. Fahrräder sind teuer. Gerade jetzt werden sie sogar noch teurer. Oh, was ist das denn für ein Monster, Chat? Chat, was ist das? Was ist das? Was ist das? Hey, was ist das? Ich will das haben, es sieht so geil aus. Ist das? Was ist das für ein Typ? Ein Sneeble? Ein Schniepel? Warum ist es weiß? Warum ist es nicht schwarz? Pauli soll sich Zeit lassen. Also ich genieße das Gameplay gerade, Nivi. Ich genieße es gerade tatsächlich vom Vollsten. Ein Hisui. Oh. Mega. Ey. Das in meinem Team ist auch geil, oder? Dafür vielleicht Simsala raus. Ich spiele auch gerade Legends Arc. Es ist so schön, dass ich euch animieren kann, eure Spiele rauszukramen, dass ihr sie auch spielt. Ist ein schönes Gefühl. Ist ein schönes Gefühl, dass ihr quasi eure Spiele rauskramt. Die vielleicht schon ein halbes Jahr bei euch liegen. Ah, ist gestorben. Und Krümel, gib mir gerne Infos, was für Ideen du hast. Zum Glück dauert das nicht so lange. Was hatten wir gerade? Simsala ist sehr effektiv gegen ihn. Oh, ich habe Schwerbälle. Hatte ich nicht irgendwo einen Zentnerball? Oh, scheiße. Ein Moment.
Hä? Da hinten ist ein Dorf. Jetzt. Es ist einfach zu weit weg jetzt. Was ist denn mit ihm jetzt los? Hä, wieso hat er das mich jetzt gesehen? Danke für dein Wasser. Gönne mir wieder Schoki. Hä? Sieht immer noch. So, wann sieht es mich nicht mehr? Jetzt. Das Ding ist, er muss sich jetzt umdrehen. Aber ich glaube, er dreht sich nicht um. Aua. Der Blödmann dreht sich nicht um. Ja, dann komm runtergerannt. Das ist eine gute Ausgangsposition. Da hinten ist übrigens noch eine Höhle, in der ich nie war. Oh nein, jetzt sind da drei Pokémon nebeneinander. Das ist doch keine gute Ausgangsposition. Das ist eine total scheiß Position. Wenn ich jetzt angreife, kämpfe ich gegen drei Monster gleichzeitig. Wow. Das ist ja das Beschissenste, was einem passieren kann. Würde davon zwei Wochen reden statt paar Tage. Oha. Musst du mir auf jeden Fall erklären, was genau du meinst. Ich weiß aktuell noch gar nichts. Klingt auf jeden Fall interessant. Brauchen die das Fahrrad, kostet nur 500, weil mein bester Freund arbeitet im Fahrradladen. Und deswegen kriege ich 30% Rabatt. Das ist ja cool. Macht er dir einfach einen Freundschaftspreis? Jetzt kriege ich den Scheiß hier nicht hin, Chat. Ach komm, ganz ehrlich, ich schmeiß ihn jetzt ab. Oh, jetzt ist da noch dieses andere Vieh. Du bist super cool. Danke dir. Sogar das Fahrrad nicht so teuer ist wie in Pokémon Rot-Blau. Oh, das kostet richtig teuer, ne? In dem Spiel. Oh, was? Jetzt ist es auch noch... Jetzt ist es auch noch One-Hit. Er macht einen Freundschaftspreis und versucht nicht mehr Geld raussuchen, um Geld zu verdienen. Unter Freunden. Ja, Nivi, ne? Da ist es wieder. Wochenende wird krass. Warum, Poego? Was passiert? Die andere Hälfte vom Kuchen... Du hast den... Der ganze Kuchen ist schon weg, Wadli. Wie krass. Wenn du ihn besiegst, bekommst du das Pokémon trotzdem? Ach so, im Pokédex bekomme ich es. Aber ich möchte es ja besitzen. Marvin. Penne bei meinem besten Freund. Bei Gero. Der Freund, der dir wichtiger ist als deine Beziehung. Zentnerball. Schon Pokémon Leaks gesehen? Nein, will ich gar nicht. Ich will keine Pokémon Leaks sehen. Hä? Hallo? Das ist okay für dich, dass Gero wichtiger ist als du. Ja, ist es okay für dich?
Ich brauche irgendeine Attacke, die ihn nicht komplett tötet. Ist Sneeple überhaupt stark, Chat? Ist schon okay, oder? Das Monster. Oh Gott. Was soll ich sagen? Dass Braun die Scheiße labert? Soll ich sagen, dass der Himmel blau ist? Oder soll ich jede Sekunde erwähnen, dass ich atme? Oh shit, jetzt nehme ich ein Pokémon, was ich gar nicht kontrollieren kann. Was passiert eigentlich bei einem Pokémon, was man nicht kontrollieren kann? Dass er eine ganz andere Attacke macht? Oder dass er gar nicht angreift? Bin mal weg. Circa 30 Minuten. Krümel, bis später. Ah, okay, er kämpft halt nicht. Er ignoriert mich. Das Pokémon greift gar nicht an. Ich muss unbedingt, ich muss unbedingt... Das geht so nicht. Ich muss unbedingt Pokémon Level... Pokédex Level 7 oder 8 werden. Das war zu viel. Wenn man später viel Geld verdienen will, muss man heutzutage so denken. Du bist aber eben noch ein Kind. Zentnerball, komm. Ich spiele jetzt auch Pokémon. Welches Pokémon spielst du, Marvin? Welches Pokémon-Spiel spielst du? Ich werde Palkia gleich nehmen. Komm, komm, komm. Ja! Ja! So geht das, Chat. Oh, meine Taschen sind voll. Kann ich vielleicht irgendwas craften? Superbälle. Das gleiche wie du hast. Oh, sehr cool. Chat. Ich muss nur alle Pokémon einmal gesehen haben, ne? Nicht alle fangen. Bekomme ich auch einen Superball? Muss was Wichtiges fangen. Was musst du denn so Wichtiges fangen? Was musst du denn so Wichtiges fangen? Du musst sogar alle auf Forschungslevel 10 bringen. Dein Ernst? Das ist ja noch viel schlimmer. Diesen Typ, damit er immer bei mir bleibt. Oh. Wenn du Arceus willst, ja. Oha. Okay, das ist heftig. Das ist heftig. Aber Arceus ist wichtig, ne? Den kann man sich dann über Pokémon Home aufs neue Pokémon-Spiel schieben. Was ja auch mega wichtig ist. Sonst kriegt man Arceus nicht.
Im neuen Pokémon kriegt man wahrscheinlich Arceus sonst nicht. Wenn es ihn dort überhaupt gibt. Meint ihr, ihn gibt es dort? Du musst alle einmal besitzen, nur das. Ah, okay. Ich brauche nicht Forschungslevel, alles auf 10. Okay, das ist dann doch schon ein deutlich großer Unterschied. Sechzehn sind noch in diesem Gebiet. Was? Wie viele... Ach du Scheiße. Okay, ich habe in jedem Gebiet brauche ich, glaube ich, noch Geister. Also wirklich in jedem. Ich werde jetzt, glaube ich, erstmal zurück. Mich zurückbeamen. Nee, ich gehe hier hin. Pokémon. Jetzt ist die Frage. Soll ich Simsala für Sneeple eintauschen? Sneeple ist Kampf und Gift. Sneeple ist halt einfach voll das hübsche Pokémon, finde ich. Oder Scorgo. Scorgo Level 77. Ja? Troxy, danke für die Werbung. Ey, irgendwann muss ich Pokémon freilassen, ne? Das ist richtig scheiße. Das finde ich voll blöd. Irgendwann wird man einfach gezwungen, die ganzen Pokémon freizulassen. Und ich kann nicht mal in meinem Pokémon, in den Boxen kann ich nicht mal die Pokémon sortieren, kann es sein? Für Level 10 gab es den Schillerpin. Achso, den Schillerpin braucht man halt nur für Shiny Hunting. Oh, ich bin immer noch nicht. Ich bin immer noch nicht Level. Ich bin immer noch nicht im Level aufgestiegen, Chat. Mach doch einfach gezielt die Aufgaben im Dex. Ich mache ja sozusagen. Also, dadurch, dass ich so ziemlich noch alles im Dex offen habe, Iron, muss ich mir die Mühe noch nicht machen, gezielte Aufgaben im Dex zu machen, weil alles, was ich tue, bringt den Dex noch voran aktuell. Deswegen ist es so, finde ich, viel einfacher. Alles, was ich mache, prägt den Dex aktuell noch voran.
Oh oh. Hab gleich keine Pokebälle mehr. Aber krass, dass ich alles noch mit den normalen Bällen fange. Genau, fangen ohne entdeckt zu werden. Guck mal, das ist ein besonders kleines. Oh, zwei schwere Exemplare gefangen. Exemplare gefangen, ohne entdeckt zu werden. Zack. Und jetzt habe ich wahrscheinlich schon... So, das sollte jetzt eigentlich schon passen. 12 Griffel gefangen. Das meine ich. Ich kann halt so ziemlich machen, was ich möchte. Aktuell noch. Und das ist alles quasi Dex. Neun von 12 gefangen. 10 von 12 gefangen. Zwei leichte Exemplare gefangen. 4 von 5 ohne entdeckt zu werden. Also eins noch ohne entdeckt zu werden, wäre ganz cool. Ich glaube, das reicht schon. Oh, 7 von 12. 3 von 5. Guck mal, es geht richtig ab. Wo sind denn hier noch welche? Hast du Nebenmission 19? Keine Ahnung. Ich glaube schon. Das ist die Ponita-Nebenmission. Safe. Lass mich raten. Habe ich recht? Habe ich recht? Du willst mir bestimmt die Ponita-Shiny-Mission andrehen. Richtig. Wie ich Christian Nieland schon kenne, Chat. Wie ich ihn einfach schon kenne. Ich wusste, dass er mir das andrehen will. Wenn du mit uns Mario Party zocken willst, dann nur gegen Geld. Oha, wie fies. Das hat Brownie zu entscheiden. Es gibt auch, es gibt auch Streamer, die nur gegen Geld streamen. Oder? Ist ja dasselbe. Boah, ich könnte 300 Pokébälle kaufen. Warte mal, ich glaube, ich kaufe 50. Ich kaufe 80. Und ich kann nur normale Bälle kaufen. Das ist total bescheuert. Gibst du mir ab sofort Geld dafür, dass ich Fortnite spiele? Sind ja gute Freunde. Spielen wir dieses Wochenende nochmal Mario Superstars? Oh, keine Ahnung. Kann ich dir jetzt nicht versprechen, aber vielleicht schaffen wir es. Wenn wir es schaffen, gerne.
Also ich habe auch bis Dienstag auf jeden Fall noch Zeit. Sprich, ich habe das Wochenende auf jeden Fall noch Zeit. Dadurch kannst du öfter Shinies bekommen. Ja, mit Chillerpin kann ich auch alles öfter Shiny bekommen. Komm. Ins Dorf zurück. Natürlich wollen wir Bericht erstatten. So, Fetzer, wollen wir jetzt? Ah, ich wollte gerade sagen, ich mache jetzt den Boss, Fetzer. Und du bist jetzt raus. Du gehst jetzt. So ein Scheiß. Mann. Da verlässt er uns einfach. Ich wünsche dir eine gute Nacht, Fetzer. Schlaf gut. 10.000. Er geht jetzt schlafen, Nevi. Er geht schlafen. Gute Nacht. Hättest die Zeit nicht vertrödeln sollen? Wieso vertrödeln? Wir haben ja Zeit. Wir stehen ja nicht unter Druck oder so. Wir stehen ja nicht unter Druck. Alter, geht das wirklich bis 1 Million? 14.000 für so ein Upgrade. Ich glaube, mit ihr muss ich reden. Wir haben 6 Sterne. Nivi, wie viele Sterne hast du im Pokédex schon? Wo bist du ungefähr? Weißt du das? Ich kann Hyperbälle jetzt einsetzen. Und bis Level 80. Okay, das ist geil. Okay, das ist geil. Du bist schon bei 8 Sterne. Level 80, so. Ich habe nämlich jetzt noch ein Problem. Ich habe ein Monster Level 85 im Team. Entweder machen wir jetzt noch mein Pokédex Level höher. Du kannst jetzt Skorks in deinem Team haben. Genau, das ist jetzt die Frage. Und Lisa, wunderschönen guten Abend. Das ist jetzt die große Frage, Chat. Soll ich mein Pokédex-Level hochmachen? Jetzt noch? Dass man Knackrax auf Level 85 behalten kann? Oder soll ich Knackrax jetzt rausnehmen, weil 85 ist noch zu stark? Kann ich noch nicht kontrollieren. Dann könnte ich Skorga reinpacken, wie Troxy sagt. Aber Skorga ist, glaube ich, nicht so geil. Skorga ist, glaube ich, nicht so geil. Knackrax 85 ist schon heftig. Dann geh aus dem Stream, weil ich gehe gleich schlafen. Oh. Noch nicht, Schatz. Mensch. Ich weiß zwar nicht, wovon ihr redet, aber klingt gut. Habe ich hier noch eine Mission? Leider nicht. Wie geht's dir, Lisa? Wie geht es dir? Danke für den Lurk, Marvin. Ja, das ist jetzt die Frage. Soll ich mein Monster nochmal tauschen? Bist du schon am Ende vom Spiel? Noch lange nicht. Ich habe erfahren, dass dieses Spiel... dass man sehr viel braucht, um das Ende zu erreichen. Es geht darum, dass Fabi jetzt aus dem Stream geht und ich gleich schlafen. Mir geht's gut und selbst, mir geht's auch super. Danke deiner Frage.
Ich glaube, ich versuch's. Ich glaube, ich versuch's. Nein, stopp. Ich habe ein Monster, was mir nicht gehorcht. Es ist 5 Level drüber, also gehorcht's mir nicht, ne? Ich muss es rausnehmen. Ich muss es rausnehmen. Ich könnte Sneeple reinnehmen, Level 61. Entoron 54. Oder Scorgo 77. Ich nehme Scorgo rein. Attacken verwalten. Was gibt's denn Schönes? Ich glaube, ich lasse die. Ich glaube, das ist gut. Du hast 10 Minuten Zeit, um einen Shiny zu fangen. Wenn du es schaffst, kriegst du 50 Euro. Nimmst du an? Bro. Ich spiele dieses Spiel seit 30 Stunden. Und ich habe kein einziges Shiny gefunden. Wie soll ich es in 10 Minuten schaffen? Oha, ich könnte jetzt einfach die Punita-Quest machen. Aber ich weiß nicht, wo die ist. Bro, warte. Die 10 Minuten fangen erst an, wenn ich ja sage, oder? Die Punita-Quest zählt auch, oder? Mit Glück? Ich könnte jetzt eben fix die Punita-Quest machen. Ich habe die Punita-Quest gar nicht. Ich glaube, doch. Sagen wir ohne die Quest. Ich weiß nicht mal, wie ein Shiny aussieht. Na okay, nehmen wir die Challenge an. Ich wüsste aber nicht mal, wie ich hier ein Shiny finden soll in 10 Minuten. Ich müsste wahrscheinlich durch zu einem Riss gehen oder so. Ah, das ist jetzt schon verkackt. Einfach, ja, das wäre natürlich richtig krasser Move, ne? Ich gehe jetzt einfach online und trade mir einen Shiny. Flieg rum und hopp. Ich weiß nicht mal, wie das aussieht, wenn ich hier einen Shiny... Also ich bin in diesem Game noch nie einen Shiny begegnet, deswegen wüsste ich nicht mal, was für eine Meldung ich bekäme. Damit ich überhaupt checke, was ein Shiny ist. Verstehst? Ah, trotzdem coole Idee mit der Challenge. Wir geben Bescheid. Okay. Ich kann ja auch einfach so. Also das Gute ist, ich level ja dadurch mein Pokédex. Das wollten wir ja so oder so machen. Eine Elite-Sichlor. Okay, das holen wir uns jetzt nicht. Nee, ich mach keine Quest. Ich mach keine Quest. Wir suchen jetzt einfach ein Shiny, was natürlich sehr unwahrscheinlich ist. Aber einfach just for fun. Ja, das ist eine echt scheiß Gegend hier. Mann, hier ist nichts. Die Challenge sollte er sein, bevor er kein Shiny fängt. Ja, Big Bruch, das wär's. Wir streamen so lange, bis ich ein Shiny finde, aber das wäre einfach so ein 24-Stunden-Stream. Oder sogar länger. Weil ich habe hier in diesem Game noch nie ein Shiny gesehen. Ja,
erstes Gebiet wäre besser gewesen für Shiny, ne? Ja, oder so diese Rifts, glaube ich. Die Rifts sind ganz gut. Aber ich farm jetzt einfach ein bisschen Pokémon. Wenn ich unterwegs ein Shiny finde, cool, aber ansonsten egal. Du kannst die Shiny-Rate mit Dex-Aufgaben leicht verbessern. Ich glaube, die Shiny-Rate erhöht sich auch, wenn man, wenn der Dex vollständig ist, richtig? Wenn der Dex von dem jeweiligen Pokémon vollständig ist und natürlich mit Chillerpin. Aber habe ich ja noch nicht. Deswegen ist es Quatsch, jetzt auf Shiny-Jagd zu gehen, weil es ist halt nicht... Es ist halt Quatsch. Deshalb machen alle Monster im Dex perfekt. Ja, ja, korrekt. Aber an dem Punkt bin ich noch nicht. Ich spiele erstmal noch gerade die Story. Ich bin ja gerade noch am Story-Game. Ich bin ja noch gar nicht an dem Punkt, wo ihr seid. Klar, ihr macht jetzt Shiny-Runs. Ich mache gerade noch Story. Ich habe die Story noch nicht durchgespielt. Aber ich wollte gleich zum Boss gehen. Was habe ich eigentlich hier nochmal eingepackt? Genau, hier Skogro. Oh. Ich bin hier 4 Paralleldimensionen voraus. Ich level mein Carpadoa. Alter Schwede. Okay. Ich würde sagen, Shiny Hunting habe ich verkackt. Die 10 Minuten sind um, oder? So, aber kein Ding. Lasst uns dann jetzt die Story machen. Ich werde jetzt zum Boss gehen. Boah, ich habe schon wieder Hunger. Boah, jetzt streamen ja richtig viele Leute. Es sind einfach bei mir 30 Leute online oder so. Wer ist eigentlich dein Lieblingsstreamer? Boah, ich habe eigentlich gar nicht so einen Lieblingsstreamer. Ich habe eigentlich gar keine Zeit für Streams gucken, weil ich ja selber so viel streame. Aber ich gucke halt gerne dann einfach mal so Knossi oder so, weißt du? Hm. Hast du das Rezept, also hast du den Kuchen selbst erfunden oder wie? Hast du das selbst erfunden? Butley? Wie bekommt man Smaragd in deinem Namen, indem du Bits spendest? Müsstest du doch auch haben, oder? Und für jeden Bit kriegst du ein neues Abzeichen. Und das bleibt für immer. Während das mit den Subs ja jeden Monat weggeht. So, wir werden jetzt die Alga fangen. Hä? Ich habe schon auf dich gewartet. Warte, kämpft der jetzt gegen mich?
Nein. Bereite dich gut vor. Ist das jetzt so heftig, der Kampf? Subs sind besser. Naja, wenn du Bits spendest, schaltest du auch Emojis frei, die du für immer behalten kannst, Big Bruch. Weißt du, wer der Endboss ist? Nein, ich weiß gar nichts. Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Aber das ist ja jetzt noch nicht der Boss. Jetzt kommt erstmal die Alga, die ich fangen kann, richtig? Leute. Dialga kommt jetzt. Das bedeutet, ich nehme am besten welches Pokémon mit? Also, welches Set? Drache, oder? Ich habe es so oft gespeichert jetzt. Oh mein Gott. Teddy rated mit 7 Zuschauern. Teddy rated uns mit 7 Zuschauern. Liebe geht raus. Danke dir, Teddy. Meine Liebe. Wieso ist der tot? Ihr habt Resident Evil gespielt. Also, da in dem Clip. Moment. Ihr habt auch Pokémon Arceus gespielt, Teddy? Aber ich bin nicht dran schuld, ne? Man kann nie oft zu oft speichern. Das stimmt, Lisa. Lisa, was spielst du eigentlich aktuell so? Teddy, du hast nicht wegen mir Arceus gespielt, oder? Wie weit bist du in Arceus, Teddy? Jetzt bin ich aber gespannt. Es spielen aktuell sehr viele Leute Arceus. Ich fühle mich ein bisschen schuldig. Aber es war nicht wegen mir. Lisa, du auch? Oha. Ja, aber nicht neu angefangen, oder Lisa? Ich dachte lange Zeit, dass ich alle Fremde aus dem Weg räumen müsse. Ich finde Arceus eigentlich ziemlich gut. Ich dachte immer, es wäre voll schlecht, deswegen habe ich es mir damals nicht gekauft. Im Jahresanfang kam es raus, ne? Februar. Das Spiel kam Februar raus. Ich fand es immer so, so lala. Jetzt habe ich es mir geholt und irgendwie bereue ich es, dass ich es nicht schon vor einem halben Jahr gespielt habe. Dafür kann ich es halt jetzt genießen. Jetzt kann ich es genießen. Als es rauskam, hat ja jeder es gespielt und jeder musste quasi, wollte der Erste sein, der es durchspielt und so. Ich kann mir Zeit lassen und es einfach genießen. Brownie Milka Schoki geht auf die Zunge. Geht auf die Zunge auf. Das ist so geil. Ja, Milka Schokolade zerläuft so schön. Am Anfang, mein Account war irgendwie weg. Zum Glück hatte ich meine wichtigsten Pokémon in Pokémon Home getan. Oh, das ist aber fies, Teddy, ne? Nochmal neu anfangen. Das zweite Mal sammle jetzt alle Pokémon. Lisa, das hat ja eine große Aufgabe gesetzt. Aber mal gucken, ob ich das auch schaffen werde. Weil nur so kommt man zu Arceus, habe ich gehört. Aber Pokémon Home ist eine gute Sache. Kann ich mir die aus Schwert, Schild und so rüber transferieren, um auch alle Pokémon zu haben. Holt ihr auch demnächst Milchschoki? Ja. Bist du nun bereit, dich mit derselben Entschlossenheit in den Kampf zu stürzen? Ich bin bereit. Ach, Milka Schoki meinst du? Ja. Aktuell ist Joghurt mit der Ecke im Angebot. Ich glaube 36 Cent oder so. Auch ziemlich nice. Habe ich aber vergessen zu kaufen. Verdammt.
Hoffentlich nicht mehr so viele. Ist ja eigentlich ganz, ja, entspannt. Ich finde das Spiel auch ganz entspannt. Das finde ich voll cool. Da ist er. Kam es dann oder Purpur? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht, Fabi. Welche Edition ich spielen werde. WTF? Sagt, aber ich habe jetzt nicht das Pokémon direkt gefangen. Das ist nicht Arceus. Das ist das Pokémon, was wir haben. Pialkra. Oder Piakra, oder wie der heißt. Und das andere ist der aus Diamant. Das ist der aus Pearl und das andere ist der aus Diamant. Hier. Palkia, genau. Hä? Wer ist das denn jetzt? Hä? Chat? Das ist aber nicht Dialga. Wer ist das? Neue Form? What the fuck? Hä? Und wie kann ich Dialga fangen? Habe ich das jetzt verpasst, Chat? Wie fange ich Dialga? Später. Okay, aber sag mir bitte Bescheid. Ich will es nicht verpassen. Ich will nicht meinen Spielstand löschen müssen. Weil ich es einfach verpasst habe. Aus Dummheit. Oh, aua. Wann kommt dieses Pulsierende? Oh, scheiße. In seiner zweiten Form. Hey, ich habe den noch nie in dieser Form gesehen. Ich übernehme die Leiste. Ist jetzt nicht, ist nicht schlimm, oder? Dass ich das mache, Chat. Danke für dein Lurk. Kuss geht raus. Neu in Legend Arceus. Oder Legend Arceus. Gute Nacht. Great time. Hä, gehst du jetzt schlafen oder was? Oh, Mann. Oh. Ich konnte gar nicht ausweichen. Gehst du jetzt schlafen, Big Bro? Oh, jetzt kommt wieder dieses Pulsierende. Ach so, du wolltest Fuego sagen, gute Nacht. Du hast aber mir gute Nacht gesagt. Was ist denn jetzt los? Oh, ich hab ihn schon. Das war's. Oh, schade, dass ich Piakra nicht gesehen habe. Pialgra. In dieser neuen Form. Weil hätte ich es andersrum gemacht, dann hätte ich ihn gesehen, richtig? Fange ich ihn jetzt direkt? Habe ich ihn jetzt gefangen und besitze ich ihn? Ja? Lol. Das war ja wirklich ein einfacher Fang. Aber ich muss gleich unbedingt speichern. Und ich glaube, jetzt kommt die Stelle, die zum Beispiel Fetzer nicht geschafft hat. Auf jeden Fall ist jetzt erstmal die Welt wieder in Ordnung, wie es aussieht. Der ist wirklich gefangen.
Der Endboss ist sauschwer. Ich bin gespannt. Man muss halt die richtigen Pokémon wahrscheinlich mit haben. Was sollte das denn? Hört her. Heute wieder bis 0 Uhr? Ja, natürlich. Aber du schläfst ja eh vorher ein, Big Bruch. In einer Stunde bist du weg, oder? Versammelt alle Mitglieder eures Clans. Jetzt feiern sie? Ich dachte, es kommt noch ein Boss. Willkommen zurück, Krümel. Heute bleibe ich wirklich bis 0 Uhr wach. Bin halt wie gesagt ein Müdi. Heute noch ein paar Runden DBD, können wir gerne gleich machen. Ich bin gleich beim Endboss in dem Game. Ich hoffe, ich schaff's noch, bevor ihr schlafen geht. Hä? Warte. Hä, war das die Stelle, die Fetzer nicht geschafft hat? Hä, wo ist denn jetzt die Stelle, die Fetzer nicht geschafft hat? Schneller Endboss, One-Hit. Endboss who? Cringe Fetzer? Du musst für den Endboss noch alle fangen. Nein! Angeblich gab es noch einen Endboss, wo man irgendwie... also vor Arceus. Ich rede nicht von Arceus selbst. Ich rede von einem Endboss. Im Postgame? Ich rede von so einem normalen Endboss. Ich meine nicht Arceus. Der schwerste. Endboss kommt noch im Postgame. Okay. Dann sollte ich... Das kommt noch alles, aber dann brauche ich jetzt noch richtig lange für, ne? Oder kommt der jetzt sofort direkt? Kommt er jetzt sofort direkt? Ich möchte dich nicht spoilern, wie er heißt. Das versaut alles. Der kommt noch vor Arceus. Okay, aber nicht jetzt sofort, ne? Ist wahrscheinlich noch 2-3 Stunden spielen. Wenn es jetzt noch 2-3 Stunden spielen ist, dann würde ich sagen, wechseln wir jetzt zu Dead by Daylight. Wenn es jetzt aber sofort ist, dann würde ich sagen, schauen wir einfach erstmal rein. Ich weiß nicht, ob ich alle Tafeln habe. Das ist eine gute Frage, Troxy. Woher weiß ich denn, wie viele Tafeln es gibt? Falls DBD, ich wäre gern dabei. Wenn ihr mir ganz schnell sagt, wie viele Tafeln man haben muss. Halbe Stunde in der Skill. Bei dir 5 Stunden. Ich würde das ganz kurz, ganz schnell machen oder angucken.
Dim, dim, dim. Soll ich das Intro skippen? Intro, Outro? Von allen Elementen. Wie viele Elemente gibt es insgesamt? Beziehungsweise, die Tafeln kriegt man noch in der ganz normalen Story alle, oder? Von den Bossen. Danke, dass du uns auf diesem Abenteuer begleitet hast. Oh, voll süß. Okay, Pokémon Arceus, begegne alle Pokémon. Dialga gefangen. Bereite dich gut vor und geh zum Tempel. 19 Tafeln? Das soll man in einer halben Stunde schaffen, Fabi? Wo soll ich denn 19 Tafeln in einer halben Stunde herkriegen? Ich habe 4 Tafeln oder so. Genau, Pokédex vervollständigen. Und ins Büro soll ich. Sehe ich das hier irgendwo, wie viele Tafeln wir haben? Ich habe definitiv keine 19 Tafeln. Ich habe aber noch nicht alle, Fabi. Ich weiß gar nicht, wo ich diese Tafeln herkriege. Ich weiß gar nicht, wo ich diese Tafeln herkriegen soll. Oh. Basis-Item oben. Hier. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe 10 Tafeln. Ich weiß nicht, wo ich die restlichen Tafeln kriege. Ich weiß nicht, wo ich die Tafeln herkriege, Chat. Nebenmission machen, ne? Hast du den Boss besiegt? Es gab keinen Boss, Nevi. Man muss jetzt, ich muss 19 Elementtafeln sammeln. Ich weiß aber nicht wo. Aber Dialga habe ich besiegt. Ich weiß nicht, wo ich die Tafeln herkriegen soll. Ich habe 10 Tafeln, Nevi. Ich habe 10 Tafeln, mir fehlen irgendwie noch 9. Ah, das Item kommt noch. Ganz vergessen. Mindestens 5 Stunden. Und wie hat Fetzer das in 15 Stunden geschafft, alles, Nevi? Wenn es jetzt immer noch 5 Stunden sind. Wie hat Fetzer das in 15 Stunden gemacht? Der ist einfach wirklich komplett gerusht. Er hat es nicht gespielt, das Spiel. Das kannst du nicht als Spielen bezeichnen. Leute? Ja? Was ist los, Nevi? Du hast ein Shiny? Wo? Random? Einfach so gespawnt? Und es hat so geglitzert beim Spawn oder was? Einfach so, heftig. GG. Jetzt musst du es nur noch fangen, Nevi. Lass es dir nicht durch die Lappen gehen. Nicht, dass du es jetzt irgendwie nicht fängst. Bis gleich. Ich gehe noch einmal durch, speicher ab.
ist da unten? Ich nehme mal ganz kurz alle Quests an. Im Erztunnel, Wasserfall, Steine an der Wand. Habe ich die nicht schon? Ich glaube, ich kann die Mission direkt abgeben. Na gut. Du hast es. Was für ein Pokémon ist es denn? Ja, aber das ist echt krass, wie viele Nebenmissionen dieses Game, in diesem Game noch kommen, ne? Das finde ich tatsächlich ziemlich geil gemacht. Ein Shiny Punita. Ach so. Nivi, das ist die Quest, die Shiny Quest. Es gibt eine Quest, da kommt ein Shiny Punita. Ja. Das ist das, wovon von Christian die ganze Zeit gesprochen hat. Hast du schon Manaphy und Fione? Nee, wo gibt's die? War aber keine Quest. Wo gibt's die? Das erschien einfach so. Das ist aber krass. Hä, wo kriege ich denn Manaphy und so her? In diesem Game hier. Guck mal, ich habe 31 Spielstunden. Jetzt ist die Frage. Soll ich den anderen auch reinmachen ins Team? In SD oder LP? Was ist denn SD und LP? Krass, guck mal hier. Wie groß dieses Pokémon einfach ist im Vergleich zu den anderen Keks. So, jetzt muss ich ganz kurz gucken, ob ich dieses Pokémon wirklich habe. Ja, hier ist es, Dialga. Aber wir sollten Dialga austauschen. Wir wollten ja... unseren Knacksrax haben. Aber wo ist denn der jetzt? Wo habe ich den denn hingemacht? Der hier ist es nicht. Der ist es. Rätsel dafür findest du in Strahlen, Diamant oder Leuchtend Perle. Aber kriegt man da beide, Fabi? Oder kriegt man jeweils nur ein pro Spiel? Also braucht man dann beide Spiele. Muss ich mir jetzt beide Spiele kaufen? Ein Mana... was? Ein Mana-Fein, drei Pione? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, was du meinst. Pokémon kostet übrigens nur noch 50 Euro. Das Neue. Hm.
Wenn du die Lösung kennst, brauchst du keins der beiden. Hä? Sonst eins? Inwiefern, was meinst du mit Lösung kennst? Kann man sich ja aus dem Internet dann ercheaten, oder nicht? Ich verstehe nicht, was du meinst. Ja, da muss man sich das Spiel ja nicht kaufen. Kann man sich sehr einfach holen. Boah, 3600. Maxillo, herzlich willkommen. Bin seit langem wieder back. Wollen wir 22 Uhr Dead by Daylight spielen oder ist es euch zu spät? Ruhe dich aus und stelle Items her. What? Da ist auf jeden Fall die Mission. Können wir tun, mitquatschen? Können wir gerne. Wir können gerne damit Voice spielen, wenn ihr wollt. Okay, jetzt erstmal den Typen ansprechen. Wir püssen nicht etwas zu spät, dann könnte ich maximum eine Runde machen. Oh, da müssten wir jetzt spielen. Wollen wir dann jetzt? Soll ich jetzt wechseln, Chat? Wechseln wir jetzt. Hey, Brownie. Sieh dir das mal an. Das war ganz genau. Diese Muster sehen aus, als seien die Pokémon nachempfunden. Warte, ich beende noch schnell diesen Dialog, damit wir dieses Item herstellen. Nicht wechseln, Arceus. Doch, morgen spielen wir wieder den ganzen Tag Arceus. Aber wir müssen auch mal ein bisschen Dead by Daylight wieder spielen. So, genau. Die Fragmente. Jetzt wird uns nur erklärt, wir brauchen 19 Fragmente. Genau, kommt mir bekannt vor. Genau. Bei jeder Rückseite ist etwas eingraviert. DBD habe ich mich in den Jahren satt gesehen. Du hast DBD noch gar nicht so oft gesehen bei mir. Und nächste Woche kommt ein neues DBD-Update, Big Bruch. Wieder ein neuer Killer und neuer Survivor und eine neue Map. Hör, was mit seinem Bein los ist. Zuckt so komisch. Dann würde ich sagen, wechseln wir jetzt. Wir wechseln jetzt, Chat. Ich habe die letzten Tage immer DBD nicht gespielt. Obwohl angekündigt. Jetzt sollten wir es dann wirklich mal machen. Nächste Woche ist es schon soweit, Krümel. Dann kommt's. Ich glaube Dienstag, nee, Mittwoch, glaube ich. Dienstag kommt das Update und Mittwoch dann kommt das DLC raus. Ist immer ein Tag versetzt. Dead by Daylight. Leute, morgen spielen wir weiter mit Pokémon. Würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn ihr bleibt und auch Dead by Daylight zuschaut. Aber wenn Dead by Daylight nichts für euch ist,
Kann ich das auch absolut verstehen. Ich gehe jetzt hier runter mit der Kamera. Und ich glaube, wir müssen so ein bisschen weiter nach links. So. Kommt gerne ran, alle, die mitspielen wollen. Drei Plätze sind frei. Ich glaube, Krümel spielt jetzt erstmal mit. Und Yahami. Also ist noch ein Platz frei. Mustafa oder keine Ahnung. Wer möchte mitspielen, Chat? Habe ich irgendjemanden vergessen?